Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner und wir schauen uns hier immer verschiedene Studien an zum Thema Bewegungstherapie, Sporttherapie, Ernährungstherapie, Schmerztherapie. Und heute wollen wir uns einmal anschauen, ob Vitamin B12 bei verschiedenen Formen der Polyneuropathie helfen kann. Viel Spaß! Polyneuropathien sind ganz unterschiedlicher Herkunft. Es gibt alkoholinduzierte Polyneuropathien, es gibt diabetische Polyneuropathien oder chemotherapieinduzierte Polyneuropathien oder auch Polyneuropathien, die nach einer Infektion mit einem Herpes Zoster, also zum Beispiel bei einer Gürtelrose, einhergehen. Man kann unterscheiden in periphere Polyneuropathien und zentrale Polyneuropathien. Vorweg sei gesagt, dass es zu diesem Thema der zentralen Polyneuropathien überhaupt keine Daten gibt. Also das sind dann so Polyneuropathien, die zum Beispiel im Zuge von einer multiplen Sklerose auftreten. Und es gibt eben Daten zu den peripheren Polyneuropathien, die betreffen insgesamt, also beide Formen betreffen rund 10% der Menschen und sind mit herkömmlichen Arzneimitteln, herkömmlichen Schmerzmedikamenten oft schwer zu behandeln, so Nervenschmerzen, wie man im Volksmund sagt, und können aber zu einer bedeutenden Beeinträchtigung der Lebensqualität beitragen. Und verschiedene B-Vitamine wie Vitamin B6, B9, Folsäure oder auch B12 sind für die Funktion der Nerven von Relevanz. Und deswegen liegt die Vermutung nahe, dass vielleicht eine Nahrungsergänzung mit Vitamin B12 hier helfen könnte. Ein Problem bei den Studien ist, dass oft mehrere B-Vitamine gegeben wurden oder auch noch andere Nahrungsergänzungsmittel, sodass man nicht so ganz weiß, ob der Effekt jetzt wirklich vom B12 kommt. Aber man kann schon sagen, dass man, wenn man jetzt den Studien von der Evidenz her Noten geben müsste, so Schulnoten von 1 bis 6, dann gibt es die Note 3 für Studien zum Thema alkoholinduzierte Polyneuropathie, diabetische Polyneuropathie, chemotherapieinduzierte Polyneuropathie oder Polyneuropathie im Zuge des Kompressionssyndroms des Unterschenkels. Und das bedeutet jetzt nicht, dass das mehr oder weniger hilft, weil das jetzt Note 3 ist, sondern es bedeutet einfach nur, dass die Studien, die das untersucht haben, die Note und die Evidenz, die man daraus gewinnt, Note 3 verdient haben. Das heißt, Note 1 wäre natürlich das Beste, dann wüsste man es ganz sicher, dass es helfen würde. So weiß man es eben noch nicht ganz sicher. Man denkt, dass es vielleicht so sein könnte. Und wir reden hier auch nicht von den normalen B12-Dosen, die in der Nahrung vorkommen, so 4 Mikrogramm, 5 Mikrogramm vielleicht, sondern wir reden hier von so 500 Mikrogramm, die man vielleicht bedenkenlos nehmen kann, wie man denkt. Aber man sollte wie bei allen Nahrungsergänzungsmitteln doch durchaus mal den Arzt fragen, ob das eine sinnvolle Sache für einen selber ist. Denn beim B12 gibt es Hinweise, dass vielleicht Lungentumore, die schon da sind und ganz, ganz klein sind, dass die sich das B12, was man dann als Nahrungsergänzungsmittel nimmt, holen und damit ihre Zellteilung beschleunigen. Und das wollen wir natürlich bei Krebserkrankungen nicht. Und deswegen wäre es sinnvoll, wenn man einfach mal den Arzt fragt, ob diese Supplementation mit B12 in der Dosierung für einen selber angemessen ist. Es gibt noch die Evidenznote 2. Also ein besser für Polyneuropathien im Zuge von Herpes-Zoster-Infektionen. Also wenn man eine Gürtelrose hatte, dann ist die Gürtelrose verschwunden, aber man hat trotzdem noch diese Missempfindung im Bauchbereich oder da, wo die eben aufgetreten ist, dann ist die Evidenz für B12 da auf jeden Fall noch ein bisschen höher. Aber auch da bitte den Arzt fragen, ob das sinnvoll ist bei einem selber. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben, Kommentar schreiben, wie deine Erfahrungen damit sind und dann bis zum nächsten Mal.